Mit dem Eimer, mit Trugleeren. Ich habe offenbar nichts, was ich der Kuh anbieten könnte. Aber sie sieht eigentlich auch ganz zufrieden aus mit dem, was sie hat. Kuh müsste man sein. Ich habe sie sieht. Kuh müsste. Einfach den Trug mitnehmen. Oh je, außer das mache ich. Hey, das sieht mir ganz nach den Scherben meines Olivendestillats aus. Oh nein, die Kuh hat nichts davon übrig gelassen. Das Mu. Sie antwortet nicht. Igitt, nein, dann doch lieber Schimmelsuppe. Tja, also leeres Fläschchen. Ich habe offenbar nichts, was ich der Kuh anbieten könnte. Aber sie sieht eigentlich auch ganz zufrieden aus mit dem, was sie hat. Kuh müsste man sein. Du noch irgendwelche Ideen, Bote? Komm da raus! Das ist keine so gute Idee. Irgendwer muss und wir. Das hatten wir schon. Ah, Chadwick, kommst du voran? Bleib du ruhig. Halte dich. Okay. Jetzt haben wir nichts von den Oliven. Tja. Nochmal hier rein. Nee, das bringt nichts. Die Oliven sind weg. Nochmal hinauf. Vielleicht können wir jetzt wenigstens hier irgendwie mit dem Flüsterstein. Ganz ruhig, Cedric. Nur nicht durcheinander bringen lassen. Der Flüsterstein gehört zu den anderen Planetensteinen da oben. Aha. Passt. Ich habe den Flüsterstein eingesetzt. Hervorragend! Wie bist du an ihn rangekommen? Das willst du gar nicht wissen. Dann will ich auch nicht gefragt haben. Achte aber in jedem Fall darauf, dass die Planetensteine in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, ja? Na klar. In der richtigen Reihenfolge. Und jetzt das mit dem Rätsel dort hier. Ach du Schande. Das ist ganz schön beeindruckend. Ich muss zugeben, ich bin er. Wie schüchtern bist du? Ich würde ja pfeifen, aber mein Mund ist so trocken. Okay. Ohne mich. Ich werde hier auf keinen Fall irgendetwas anfassen, geschweige den kaputt machen. Zur Abwechslung mal. Aha, okay, jetzt müsst ihr rot, blau, grün, gelb und lila und blau umgesortiert werden. So vielleicht. Mit dem Getriebe scheint alles in Ordnung zu sein. Das lasse ich besser in Ruhe. Okay. Die Mundsicher haben wir jetzt verspielt. Die brauchen wir auch scheinbar nicht irgendwie. Mit bloßen Händen kann man das offenbar. Hier fehlt irgendeine Kurbel. Eine Kurbel. Okay, die haben wir hier. Was ist, wenn wir das Falsche machen? Stopp, stopp, stopp! Was machst du denn da? Ich versuche, das Planetensystem wieder in Gang zu setzen. Aber doch nicht, bevor es geölt wurde. Oh, ach ja, da war ja noch was. Das Olivenöl. Ach du Schande. Und wo bekommen wir das jetzt her? Ich denke hier Regenbogen, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau. Das ist schon die richtige Reihenfolge. Aber das Öl. Kriegen wir jetzt das verdammte Öl her? Das Öl. Magst du vielleicht noch mal? Geschafft. Ich habe mein eigenes Olivenöl destilliert. Die Frage ist nur, wie komme ich da oben ran? Oh je. Okay, das bringt uns nicht weiter. Vielleicht kann Spot irgendwas den Trog nochmal destillieren. Ich glaube nicht, dass Spot das schmecken würde. Er könnte damit ja gar keinen Schaden anrichten.
Google Spot. Ich glaube nicht, dass Spot das er könnte dann. Der Fünfer Spot. Ich glaube nicht, dass Spot das schmecken würde. Er könnte damit ja gar keinen Schaden anrichten. Ja. Spot hilft uns hier, glaube ich, nicht so viel weiter. Ich glaube nicht, dass Spot das schmecken würde. Er könnte damit ja gar keinen Schaden anrichten. Ihm schmeckt es nicht. Tja, also leeres Fläschchen bringt wirklich nichts. Ich habe offenbar nichts, was ich der Kuh anbieten könnte. Aber sie sieht eigentlich auch ganz zufrieden aus mit dem, dann was nimm sie dir hat. Doch die. Da füll dir irgendwie. Füll doch irgendwie das Wasser aus dem Trog irgendwie ab, dann das reicht doch bestimmt irgendwie, um das abzufüllen und mitzunehmen und zu ölen. Leerer Eimer. Ich habe offenbar, aber sie sieht eigentlich auch ganz. Das wirst du mir Kuh anbieten. Kuh müsste man sein. Da sagst du was, Kuh. Vielleicht können wir da ein neues Glas hinstellen, dass diesmal mit was anderem abschießen. Ich glaube, das kann ich auch mit der Hand treffen. Ich sollte es. Tja, scheinbar nicht. Haben wir es jetzt verkackt? Tja. Was machen wir jetzt hier? Er kann uns auch nicht helfen. Das Ding muss erstmal geölt werden. Das Ölzeug haben wir verspielt. Können wir irgendwas anderes nehmen zum Ölen oder ein Teleskop nochmal rumdoktern? Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Tja. Hier kommen wir nicht weiter. Irgendwas, irgendwie im Stall. Hat Pucki nicht irgendwas gesagt im Audiokommentar? Mit der Kuh und so? Ein Eimer? Brauchst du einen Eimer? Das scheint mir ein wenig absurd, aber solange ich keine bessere habe. Oh nein, bitte nicht. Ach, bitte nicht. Nanu, wer sagt's denn? Wir haben die Kuh gemolken. Einmal mit Öl. Eine Ölkuh. Alles klar. Okay, ja. Sehr logisch. Jetzt haben wir einen Eimer Öl. Weil die das Öl gefressen hat, oder was? Sofort. Das ist... Okay, na dann. Ölen wir das Ding. Ohne mich. Ich werde hier auf keinen Fall irgendetwas anfassen, geschweige den Kapsur Abwechslung mal. Aber wie willst du sonst Ölschacht? Was machst du denn da? Wonach sieht das denn aus? Ich fühle das Öl in den Einfüllstutzen. Aber doch nicht ohne den Trichter. Du verschüttest ja alles. Ach, jetzt mach aber mal halblang. Das Planetensystem ist ein hochpräzises Gerät. So sieht's aus. Man muss es mit äußerster Sorgfalt behandeln. Na gut, wenn es sein muss, ein Trichter. Ich bitte darum. Wo kriegen wir jetzt einen Trichter hin? Ich habe offenbar nichts, was ich da rein... Wo ist in aller Welt kriegen wir einen Trichter her? Da haben wir jetzt das Öl gefunden, aber... Ein Trichter.
Spot kann kein Trichter sein, oder? Der ist. Können wir die Hose irgendwie mitnehmen? Die Hose am Haken, können wir die mitnehmen? Ich lasse sie besser, wo sie ist. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. Tja. Hat hier irgendjemand einen Trichter? Nee, hier ist kein Trichter. Periodensystem. Das sind die fünf Elemente. Von links nach rechts: Bernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Aha. Okay, hier haben wir Rot. Das müssen wir uns merken. Rot, Violett, Braun oder so, Gelb und Grün. Das ist wahrscheinlich dann auch die Möglichkeit, in der wir das hier, das Ding ist dort, die Kugeln zusammenrücken sollen. Wie war das nochmal? Rot? Da muss ich nochmal gleich zurückgehen. Dann wollen wir eh erstmal einen Trichter finden. Trichter. Hast du einen Trichter für so das Mikroskop schrumpfen und dafür benutzen? Ah, da bist du ja wieder. Bist du vorangekommen? Ich habe noch Fragen wegen dieser Reparatur. Fragen? Hast du etwa? Doch, aber ist schon gut. Wo genau? Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Steine angeordnet sein müssen. Die Steine entsprechen den Planeten unseres Sonnensystems. Avrius, Pornitus, Vernicus, Silens und Frobel. Der Rest dürfte doch ein Kinderspiel sein. Ja, ein Kinderspiel. Aha. Ich versuche es lieber allein. Tu das. Ich glaube, ich... Was stehst du? Los, los! Okay, hat der noch hier irgendwo einen Trichter oder so? Und einen Trichter rumliegen? Okay, wir müssen nochmal nachgucken, wie die Reihenfolge war mit den... mit den Elementtafeln hier, mit den... die Elemente. Das habe ich jetzt natürlich wieder verdrängt auf den Weg. Einfach mal vergessen. Rot, Violett, Braun, Gelb. Also Rot, Violett, Gelb, Grün und der Mitte Braun. Rot, Violett, Gelb, Grün. Rot, Violett, Gelb, Grün. Dann haben wir immer noch kein Trichter. Rot, Violett, Gelb, Grün. Okay. Violett muss hier hin. Rot, Violett. Gelb, Grün und Blau hier hin. Oder? Jetzt müssen wir das irgendwie ölen mit einem Trichter. Können wir die Nägel irgendwie als Trichter benutzen? Das wäre die vielleicht sicherste Methode, hier alles kaputt. Du vielleicht als Trichter? Was machst du denn da? Wonach sieht das denn aus? Ich fühle das Öl in den Einfühlstutzen. Aber doch nicht ohne den Trichter. Du verschüttest ja alles. Ach, jetzt mach aber mal halblang. Das Planetensystem ist ein hochpräzises Gerät. Man muss es mit äußerster Sorgfalt behandeln. Na gut, wenn es sein muss, ein Trichter. Ich bitte darum.
Ein Trichter, ein Trichter. Hatte der nicht ein Hörgerät? Hatte der nicht so ein Hörgerät-Dings, wenn man als Trichter benutzen kann? Nur den irgendwie überreden, dass der uns. Ah, da bist du ja. Wie bist du voran? Ich habe noch Fragen. Fragen? Hast du etwas? Doch, doch, aber es ist schon gut. Wo genau? Wie lässt sich das Ding nur in Gang? Das sollte die Kurbel. Aber achte darauf. Und dass das. Wenn du nur den. Du wirst nicht weiterhelfen. Ich glaube, ich. Was stehst du? Los, los! Eine Tafel können wir noch. Können wir uns die Tafel nochmal anschauen irgendwie und. Was ist das hier für eine Skizze? Das ist eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Es zeigt die Favrius. Welcher ist welch? Man kann wie auch an. Aber ich. Das weiß doch. Tja, also. Vielleicht mit den Nägeln ein bisschen. Hey du, hör mal her. Ui. Lass das. Tatsache. Das ist ja grauenvoll. Ein Hörrohr, ein Hördings. Nettes Hörrohr. Ja, nicht. Ich habe den ganzen Nachmittag. Und dann lag alles doch nur. Naja, sei's drum. Ich finde bestimmt noch einen anderen Verwendungszweck dafür. Vielleicht als Hut oder als Trichter. Also ich könnte das Hörrohr ganz gut gebrauchen. Tatsächlich? Eureka! Das war die Mühe ja doch nicht ganz umsonst. Du ahnst ja nicht, wie viel Gehirnschmalz in den optimalen Krümmungswinkel geflossen ist. Vom Ohrenschmalz mal ganz zu schweigen. Hier, nimm es ruhig. Geht's. Okay, wir nehmen das Hörrohr. Okay, dann haben wir hier einen Trichter. Aber den Ölschacht. Und dann füllen wir da mal das Öl hinein. Ey, mal Öl bitte. So, ich habe das Planetensystem geölt. Hervorragend. Es quietscht aber immer noch unheimlich. Es hört sich nicht so an. Das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Aha. Aber das ist doch, das ist okay. Wir müssen nochmal nach, wir gucken nochmal nach. Noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Die Steine sind noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Nochmal hier rüber. Gut. Violett, braun. Wir haben keinen braun dabei, oder? Rot, violett, braun, gelb, grün. Ach, das ist dann wahrscheinlich blau oder so. Und ich sehe es bloß gerade nicht. Das sind die fünf Elemente. Von links Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Froh. Am besten kann man sie anhand. Also blau in die Mitte, rot. Violett, dann blau und gelb und grün. Rot, violett, blau, gelb, rot. Violett, blau, gelb, grün war das. Blau, grün, gelb oder. Verdammt, ich gehe nochmal zurück. Rot, violett, blau. Also rot, violett, gelb, grün. 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 Rot, violett, blau, gelb, grün. Ja, müsst du doch eigentlich. Wenn wir blau jetzt hier hinpacken und gelb dorthin. Rot, violett, blau, gelb, grün. Oder rot, violett, blau. Mit gelb in die Mitte packen. So als Sonne irgendwie in der Mitte. Rot, violett, blau, grün. Vielleicht. Kurbel. Das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Die Größe können wir jetzt irgendwie
Die Tafel hilft uns auch nicht viel weiter. Rot, Violett, Blau, Gelb, Grün. Rot, Violett, Blau, Gelb. Und Rot, Violett. Verstehe nicht, Blau, Gelb, Grün. Verstehe nicht, versuchen wir es mal. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Okay, jetzt habe ich die Kurbel und das Inventar verschlammt. Dann will er nicht mehr. Okay, das Inventar öffnet sich nicht mehr. Interessant. Kurbel. Habe ich einen Bug festgestellt oder was? Kurbel. Na komm. Sehr schön. Oha! Es klappt. Das war die richtige Lösung. Heureka! Du hast es geschafft! Unglaublich! Es hieß, nur der König selbst sei dazu in der Lage. Tja, in mir steckt offenbar mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Du bist auf jeden Fall ein bemerkenswerter junger Mann. Jetzt musst du nur noch das Wasser des Lebens zum König bringen. Das auch noch. Keine Zeit zum Rumjammern. Beeil dich, es ist fast geschafft. Das Wasser des Lebens zum König bringen. Spot? Was zum... Ach du Schande. Spot? Was ist hier gerade passiert? Spot Kokon. Von wegen was des Lebens? Jetzt nicht mehr helfen. Spot, oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Spot, oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Spot hat sich kokoniert. Das Wasser des Lebens. Leeres Fläschchen. Oh nein, ich wusste es. Es beginnt. Komm her. Sie selbst. Was ist das? Die Welten kollidieren! Ja! Die Zeit ist gekommen! Dann habe ich die Welt zerstört. Diese Welt wird nun zugrunde gehen! Nein, das kann nicht sein! Ich habe nichts falsch gemacht! Sadwick! Du hast getan, was du tun musstest. Du hast das Ende eingeleitet. Endlich was habe ich? Hat sich deine Bestimmung erfüllt. Das ist nicht fair. Ich habe doch alles richtig gemacht. Du törichter Unglücksrabe. Das Ding hat recht. Ich wusste, dass es ein Fehler war, dich am Planetensystem rumspielen zu lassen. Aber... Jetzt steh da nicht so rum, tu etwas, sonst ist alles verloren. Ja, blaue Gestalt, hi. Blaue Gestalt platzen lassen, den Luftballon. Sadwick, endlich wirst du deine Bestimmung erfüllen. Ja. Hör auf, du machst alles kaputt. So ist es, Sadwick. Diese Welt ist bald nur noch eine Erinnerung. Du warst es, der mich gerufen hat. Du kannst ja, wieso es nicht mehr aufhören. Wieso hat er das? Jetzt haben wir das. Warum tust du das? Es ist der Lauf der Dinge. Diese Welt ist nur dazu da, um durch deine Hand zerstört zu werden. Das muss doch eine Lüge sein. Und nun
ist es endlich soweit. Wer bist du? Ich bin das, was dich auf der anderen Seite erwartet. Erfülle dein Schicksal. Zerstöre diese Welt. Dann wirst du endlich bei mir sein. Verschwinde. Verschwinde wieder! Ich habe das doch nicht gewollt. Horche in dich hinein. Diese Welt ist nichts für dich. Du bist für mehr bestimmt. Warum muss diese Welt zerstört werden? Ich werde dich aufhalten. Das ist zwecklos, Sadwick. Wehre dich nicht dagegen. Doch, ich wehre mich dagegen. Ich hab Kufus. Vielleicht kann ich es aufhalten, indem ich irgendwas dazwischen klemme. Aber wo und was? Vielleicht kann ich aber wo und was? In die Zahnräder hinein. Einfach mal Kufus dazwischen quetschen. Ich muss diesen Mechanismus irgendwie stoppen. Vielleicht kann ich es aufhalten, indem ich irgendwas dazwischen klemme. Nein, ich schaffe es nicht. Ich bräuchte schon ein besseres Werkzeug. Ein besseres Werkzeug. Eine Grube. Du willst Bestimmung? Hier hast du Bestimmung. Oh nein. Eine Tür.